Hallo YouTube, ich bin der Noobifar. Und ich bin der Star Citizen Proof. Hallöchen YouTuber. Ich weiß, ich habe euch ein wenig vernachlässigt. Daher dachte ich mir auch, fasse ich einfach alles in einem Video zusammen. Also, hier sind die letzten beiden Inside Star Citizen für euch. Danke, dass du dabei bist. Am 27. April 2023 veröffentlichte CIG Inside Star Citizen Morville Lorville. Hier ist, was du wissen musst. Laut der Lore hieß das vorher die Lore, also LOR oder Local Occupational Residency. Und daraus wurde dann irgendwann Lorville. 60 Sekunden lang haben uns Künstler erzählt, was sie darüber denken. Dreckig, schlechte Lebensbedingungen, ein Industriekomplex, der nur dazu dient, Geld zu verdienen. So ein bisschen Blade Runner. Es ist ein Spielerzentrum mit Wohnhäusern, Krankenhäusern, Geschäften und Missionsgebern. Sie fügten ein aktualisiertes CBD, das Hauptgeschäftsgebäude, den Hafen und L19 hinzu. Alles wurde erweitert und verbessert. Das sieht alles sehr ausgefeilt aus und das macht auch Sinn, denn laut den 3.19 Patch Notes wird es gerade auf der Evo getestet, also zur Erstellung des ursprünglichen Inside Star Citizen. Alle Banner, Werbetafeln, Hologramme und Pakete wurden von Hand erstellt, damit sie mit der Geschichte übereinstimmen. Die Wörter Feel und Feeling wurden in dieser Präsentation verwendet. Die Industrieinseln wurden viel weiter weg verlegt, sind aber immer noch leicht zu finden, wenn du den Pipelines folgst. Sie haben die Umweltverschmutzung neu gestaltet und hervorgehoben. Und das erforderte einen Beleuchtungspass. Wenn der Tag zur Nacht wird, wird man regelrecht umgehauen. Und die ganze Arbeit macht sich wirklich bezahlt. Der Verkehr, die 24-Stunden-Industrieabschnitte und die Tatsache, dass Lorville nach der Veröffentlichung in absehbarer Zeit als Hero-Location bekannt sein wird, sind unübersehbar. Die Stadt im System, die wirklich definiert, was wir von den anderen Städten erwarten können, wenn sie aktualisiert werden. In dieser Folge wurde viel geredet, wie wir es erwarten würden, aber um ehrlich zu sein, war die aktualisierte B-Roll der Star, die du auch am Ende dieses Videos hier sehen kannst. Ich hoffe, du nimmst alles in dich auf. Und das hier war der erste Streich. Und wie heißt es so schön? Der zweite folgt richtig sogleich. Also auf zum zweiten Video, zum zweiten Inside Star Citizen. Das fand am 4. Mai 2023, also offiziell auch der Star Wars Tag, wegen May the 4th be with you und so. Ihr wisst schon, Proof, der alte Star Wars Fan. Hat CIG Inside Star Citizen mit dem Titel Trackstar veröffentlicht. Wobei ich dann auch schon wieder denke, am Star Wars Day etwas wie Star Trek klingen zu lassen, nur eben andersrum geschrieben. Ach, lassen wir das. Okay. Hier ist, was du wissen musst. Jared sprach etwa eine Minute lang. Steven war an Deck und um über den Buggy-Track zu sprechen. Schon wieder? Egal, wir gehen die Geschichte des Tracks durch, den wir bisher schon hatten, und sie sollten das Convention Center einnehmen, wenn es keine Convention gab, also diese Rennstrecke. Kein Scherz, es wird einen zweiten Track geben, weil er etwas Ausfallzeit hatte. Cool, oder? Dort liegt dann Schnee, es ist nicht die gleiche Strecke, keine Sorge, es gibt Tunnel, sie hat so Joker-Abschnitte zum Überholen, sie scheint auch relativ groß zu sein und sie hat Platzhalter für zukünftiges Wachstum, also man kann sie noch erweitern. Und dann stellte Jared einige Fragen. Er fragte, ob die Strecke herausfordernd sei und ob sie bewegliche Hindernisse einbauen, um die man herumfahren oder gegen die man prallen kann. Sprünge und bewegliche Streckenabschnitte, Mauern, die aus dem Nichts auftauchen, ein großer Borg-Zylinder, der die Strecke hinunterfährt, Boost-Abschnitte, Abschnitte mit riesigen Löchern. An all diesen Dingen wird aber noch gearbeitet. So, das war auch eine lustige Show, ne? Vielen Dank, dass du dir die Zeit für mich und diese übersetzten Videos hier genommen hast. Danke auch, dass du bis hierhin geschaut hast. Ich hoffe, ich konnte dich gut zu den aktuellen Themen rund um Inside Star Citizen updaten. Das gleiche kannst du dir nun auch für die Star Citizen Live-Shows ansehen, denn da mache ich es genauso. Der Kanal ist auch weiter im Wachstum und das schaffe ich nur mit dir und deiner Hilfe. Also teile das Video gern mit anderen und abonniere den Kanal, wenn du es nicht schon getan hast. Vielen Dank dafür. Jetzt bleibt mir nichts anderes zu sagen als flieg sicher und wir sehen uns im Verse. Der Noobifire aka Star Citizen Proof over and out.
Das war das Video vom Nubifier. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du lässt einen Daumen hoch da und falls du es nicht schon getan hast, auch ein Follow. Wenn dir meine Stimme gefällt, dann gibt's mehr von mir auf meinem eigenen YouTube-Kanal. Dieser ist hier auch überall verlinkt. Also sei nicht scheu und komm vorbei. Ich freue mich sehr, wenn du auch mir ein Abo dalässt und mich auf meinem Kanal genauso unterstützt wie hier. Gerne kannst du auch auf Twitch bei den Live-Shows vorbeischauen, mir auf den Social-Media-Kanälen folgen und gerne der Discord-Community beitreten. Also worauf wartest du noch? Komm vorbei und mach mit! Ich freue mich auf dich. Vielen Dank schon mal für deinen Support. Be brave, fly safe. Bis gleich, der Proof. Wee!